Das Medienzentrum im Landkreis Harburg ist erstmal eine kommunale Bildungseinrichtung. Das heißt, wir beschäftigen uns sowohl technisch als auch multiplikatorisch mit dem Thema Medienbildung. Die Angebote des Medienzentrums richten sich grundsätzlich erstmal an alle Bildungseinrichtungen und MultiplikatorInnen hier in unserem Landkreis. Zusätzlich bei uns ist hier so, dass politische Parteien und auch bildungsnahe Vereine ausleihen dürfen. Die Aufgaben eines Medienzentrums sind zunächst erstmal Bildungseinrichtungen mit Medien und vor allen Dingen mit didaktischen Medien zu versorgen. Die Kunden können sich bei uns ausleihen, Mischpulte für die Audioverarbeitung. Wir haben Mikrofone, wir haben Funkmikrofone, wir haben Gimbals für die Stabilisierung der Kameras. Der Verleihvorgang funktioniert so, dass ihr mich anruft, kommt persönlich ins Medienzentrum. Und wir stellen ein Anmeldeformular aus und dann dürft ihr den Geräte- und Medienverleih bei uns nutzen. Wir haben im Medienzentrum zur Ausleihe etwa 50 iPads in 3 iPad-Koffer aufgeteilt. Des Weiteren liegt meine Aufgabe in der Betreuung von 3D-Druckern, unseren ganzen Einplatinencomputern wie Raspberry Pis, die Pi 400. In unseren Robotern befinden sich ebenfalls Raspberry Pis drin. Das Ganze braucht natürlich auch ein wenig Software, technische Pflege. Institutionen und pädagogische Fachkräfte können bei uns im Streamingstudio Streams aufnehmen, die live senden. Wir können bei uns im Videolab auch Audio-Podcasts aufnehmen, zum Beispiel für eine Art Hörspiel oder Podcast. Wir sind eigentlich auch ein digitaler Ort. So bieten wir zum Beispiel mittlerweile eigene Video-Playout-Server an, haben Videokonferenzsysteme, wir haben ein eigenes Recherche-Plattform-Netzwerk. Ich habe im Medienzentrum an technischer Infrastruktur umgesetzt, dass wir einen eigenen Server im Haus betreiben, der unter freier Software, das heißt Open-Source-Software, läuft. Auf dem Gerät werden unsere ganzen Webdienste wie Big Blue Button, Cloud-Dienst und verschiedene andere Serverfunktionen gehostet. Bei uns im Medienzentrum geht es vor allen Dingen darum, dass pädagogische Fachkräfte sich hier ausprobieren können. Zum einen an unterschiedlichsten Techniken, aber auch Medienkompetenz erwerben, die sie dann an ihre Zielgruppen weitervermitteln können. Das heißt aber auch, dass sie nicht nur technisch geschult werden, sondern auch methodisch. Ich führe Workshops durch zu Fake News beispielsweise oder dem Einsatz von Tablets in der Jugendpflege bis hin zu, wie man Podcasts einsetzen kann. Ja, und dabei ist auch ein wichtiger Fokus die Perspektive Open Educational Resources. Das bedeutet, dass wir mit offenen Bildungsmedien arbeiten, die man im digitalen Umfeld leicht und rechtssicher teilen kann. Auf unserer Homepage findet ihr die Geräte und Medien, die wir verleihen. Dort könnt ihr euch informieren. Sprecht uns gerne an, wir beraten euch gerne.